Artyom. Artyom. Wach auf, mein Schatz. Ist er schon auf? Artyom, der Oberst will dich im Führerstand sehen. Wir sehen uns später. Na los, wach auf. Ist sie irgendwie älter geworden? Das hast du gut gemacht. Wir sind nicht mehr zu Hause, daher handeln wir besser so wie du. Ganz vorsichtig. Es sind ja nicht mehr viele Menschen übrig. Ich hoffe daher, dass wir eines Tages anderen vertrauen können, denn sie sind auch Menschen. Langweile ich dich? Tut mir leid, ich bin heute in philosophischer Stimmung. Ja, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Metro Exodus hier bei Heisenberg Zockt. Das ist Kamerakind Harry. Hallöchen. Und ja, wir sind jetzt hier mit dem Zug unterwegs und ihr habt es ja selber gemerkt. Bleib das hat halt. Hier, ja, wir bleiben gleich noch ein Weilchen. Das hat jetzt halt mit dieser Zwischensequenz hier begonnen. Weißt was für ein Strahlemann. Absolut. Jetzt sitze ich hier und denke an diese Brücke und die Leute dort. Wir haben 20 Jahre im Untergrund gehockt und sie nicht. Na und? Das sind nicht dieselben Menschen, die einst Städte, Flugzeuge und Raketen bauten. Sie sind wie wir in der Metro, nur noch entmutigter. Das ist so schön. Ich wünschte, so könnte es ewig sein. Artyom, als du damals in Moskau auf diese Ruinen geklettert bist, mit deinem Funkgerät, hast du dir da überhaupt vorgestellt, wie unser Leben an der Oberfläche sein könnte? Ein Zuhause. Ein Ort, an dem man leben kann. Eine Holzhütte an einem Waldrand. Oder wie wäre es mit einem Bungalow an einer Küste? Obwohl es irgendwie schön ist, einfach irgendwo hinzufahren. Gemeinsam. Durch die verlassenen Bahnhöfe. Die Ruinen, das Ödland. Insbesondere in unserem eigenen Privatabteil. Sind das nicht unsere Flitterwochen? Bestimmt sind sie das, wenn auch etwas spät. Warum sagt er nie was? Bisher hatten wir allenfalls ein paar Flittereinsätze. Ja, sie sagt genug. Ja, aber jetzt, also irgendwie ja, könnte man doch... Schon gut, geh nur. Papa wollte irgendwas von dir. Dass sich die nicht wundert? Ist ein bisschen still, unsere Art. Ja, er ist ein netter Kerl, aber ein bisschen still ist er. Kann ich nochmal? Ich fand das schön. Nach all den Trubelzeugs, das wir da hatten. Bisschen Entspannung. Das ist Smalltalk. Wie in einem Märchen. Genau. Ein Prinz hat seine Prinzessin aus einem Verlies voller Monster gerettet und bringt sie nun in sein magisches Königreich, wo sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben. Meinst du, wir finden dieses Königreich allein? Ja. Aber solange ich bei dir bin, geht es mir überall gut. Das muss reichen. Das ist schön. Glücklich bis ans Ende ihrer Tage ist das Wichtige daran, was mich betrifft. Jawohl, okay. So viel zum Thema. Was haben wir hier Schönes? Ach, hier könnten wir auch noch kurz. Aha, dann. Jetzt wird es interessant. Was haben wir hier denn alles? Mit S lesen, mit D was hören. Wir hören mal. Beziehungsweise funken. Drehen. Yes. Ich denke, wir müssen da vielleicht die richtige Frequenz suchen oder so. Ja, wie geht das denn? Irgendwie, er macht ja nichts. Mit der Maustaste? Ah, mit D. D. Kinell, bitte komm! Hörst du mich, Kinell? Kinell? Kinell, er spricht ja nicht. Hört ihr mich, Kinell? Er ist auch nicht Kinell. Ich bin in Gemette. Das ist der perfekte Kinell, Funkkopf. Ja, wir hatten es gerade vorher davon. Das ist wirklich der einzige kapitale Fehler von dem Spiel, dass der Artyom nicht redet. Aber wir haben gesagt, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass sie Metro nicht noch mehr anders machen wollten, wie es schon ist, weil sie Angst hatten, dass es kein Metro mehr ist. Weil das war ja früher schon immer so, dass er nicht geredet hat. Okay, das ist irgendwie auch nicht wirklich ergiebig. Wie komme ich hier wieder raus? Aha, einmal wackeln. Gut, was haben wir hier noch? Eine Lampe. Kann man ausmachen. Das macht er sogar, wenn er Ruhe hat. Dafür braucht er nicht mal eine Kriegssituation. Okay, und S ist hier gucken.
Tagebuch. Okay, Team. L wäre Tagebuch. Nee, doch nicht. Eingabe. Auswählen. Okay, da bitte ich wieder darum, dass ihr Pause macht, wenn ihr es lesen wollt. Das ist mir zu viel und es ist vor allem wirklich meistens auch zu viel, was mit der Geschichte selber nichts zu tun hat oder nichts zu tun hat. Anna kennen wir doch auch schon, okay, aber vielleicht haben wir sonst noch was Interessantes. Neue Welt, Lebewesen, Ausrüstung. Ja, Atemschutzmaske kennen wir auch, Waffen kennen wir auch. Haben wir gerade auch noch gesagt vorher. Irgendwie, wir sind mit den Waffen hier nicht so glücklich. Ja. Sie ist ein bisschen lau. Ja, wie soll ich sagen, der Sound ist nicht so der Hammer. Ich meine, ich weiß, die sind alle zusammengebastelt worden. Wie lange sind wir schon unterwegs? Lang. Ich habe auch den Funk abgehört. Das ist schön. Hast du fein gemacht. Schön weg. Mach mal weiter. Ach, guck an. Das ist ja, da kann man noch mehr lesen. Okay. Die ist so cool. Oh. Hier, Onkel Artyom. Apropos. Ah, hi, Artyom. Gefällt es dir? Gereicht den höchsten Ansprüchen? Ja, da schauen wir mal rein. Was hältst du von dieser Werkbank? Hm? Alles in Griffweite und trotzdem... Okay, wir prüfen. Müssen wir irgendwas... Das meiste von dem, was ihr draußen gefunden habt, ist in diese Werkstatt eingeflossen. Also, vielen Dank dafür. Das müssen wir auch weiterhin so machen. Die kann man immer brauchen, die Teile. Ja. Nützliches wie Munition und Ausrüstung... Wächst nicht auf Bäumen. Sollen wir die behalten? Und die ist eigentlich schon cool. Je weiter wir uns von Moskau entfernen, desto schwieriger wird es vermutlich, die Sache. Gasmaske reinigen. Wo war das gleich nochmal? Brauchen wir, glaube ich, nicht. Nee, die ist sauber. Aber die Knarren reinigen. Die ist okay. 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 Passt. Gut durchgeschossen alles. Würde ich eigentlich so lassen, wie wir es haben. Ja. Da haben wir ja alles geguckt, warum wir es so haben, wie wir es haben. Das müsste also eigentlich passen. Was mir jetzt noch gefallen würde, wäre die Knarre, die da liegt. Was denn mit der? Ich glaube, die ist noch in der Mache. Ah. Dukes Schutzweste trägt den Rückenschutz nicht mehr. Daher witzelt er, dass es zum Glück nicht der Brustschutz ist, sonst wären seine Zähne in Gefahr. Haben wir irgendwie? Ich muss auch mal schnell gucken. Irgendwie. Ja, so ein Ding, so ein Schutz. Cargo-Weste. Okay. Einer begrenzten Dingens. Das ist eigentlich okay. Kompass. Nee, das ist eigentlich alles, was wir schon hatten. Mhm. Nein, falsch, nicht laden. Um Gottes Willen. Das muss nicht sein. Sorry, wenn wir ihm immer reinreden. Aber hier wird so viel geredet. Und in den Kommentaren stand, mach da ruhig auch mal selber was, weil es ist fast zu viel. Das ist für ein normales Spiel natürlich genial, weil man hat immer Interaktion in dem Sinne. Ah, ja, was denn jetzt schon wieder? Aber, ja, für ein Let's Play ist es schwierig. Wir lesen hier mal noch schnell. Tabulator. Aha, da hat jemand Deutschunterricht geschwänzt. Definitiv. Okay, das ist die kleine Frau. Ja, muss wohl so sein. Ja. Lieber Papa, ich schreibe das, damit du weißt, wo du Mama und mich suchen musst, wenn du zurückkommst. Weil Mama und ich wollten bleiben, aber Silantius sagt, wir müssen zum Turm gehen und das Auto stehen lassen und ich will das nicht. Ich wollte im Auto auf dich warten, aber Mama sagt, ich darf nicht. Und Silantius hat gesagt, du kommst nicht wieder, weil du die Glaubensprüfung nicht bestanden hast. Er ist ein doofer Lügner, weil du gar keine Prüfung brauchst, weil ihr Glaube dumm ist. Das hast du mal gesagt. Mama hat nichts gesagt, aber ich weiß, dass sie auch auf dich wartet. Also bitte komm bald zurück und hol uns von den Blödmännern weg. Ich liebe dich ganz doll. Okay, cool. Ja, so könnte das tatsächlich ungefähr wahrscheinlich klingen. Das wird dann irgendwann mal die neue deutsche Rechtschreibung sein. Ja, aber wie alt ist sie denn? 6, 7? Ja, wahrscheinlich so um den Dreh rum, oder? Mhm. Also ist okay. Naja, eben, da muss man erstmal. Ich muss aber auch sagen, mir gefällt der Waggon. Also, ja? Das Ding, das wir da entführt haben, das ist doch recht gemütlich. Die haben was draus gemacht, das muss man sagen. Jetzt könnten wir eigentlich zu ihm. Oder wir könnten in die andere Richtung. Ich gehe erstmal. Oder nee, wir schließen das mal ab in die Richtung, glaube ich. Okay, einmal Klo. Das Klo. Brauche Pause, das ist gut. Ja, das ist eine ordentliche Zigarette, die du da hast, Kollege. Ganz schön stark. Ja. So sieht sie auch aus. Verdammt, ist die stark. Oh. Naja, selbst gemacht. Aber nicht so stark für uns. Aha, dann nimmt er einen Zug, was man nicht alles machen kann. Ihr seid schon die richtigen Typen. Du, Herr Oberst, Duke. Dieser Typ hat in der Bitte Großes geleistet.
Und jetzt breite damit wie ein Kind. Rotschild. Er ist wirklich ein Kind. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ist ja unser Wagen. Danke. Ja. Ihr habt mich akzeptiert und ich bin ein einfacher Mann. Ich werde die Schuld begleichen. Okay, hab mich gefreut, wie Kollege. Wie gefällt's dir hier so nach den Tunneln? Freiheit, hä? Ja, guck mal, ist grün. Ja, wird dir nicht antworten. Klar, so viel Platz. Oh, die Dresine. Okay, nein, wird er nicht. Und diese verdammten Mutanten. Ja, rauchen kann aber ja ein Großer, aber wenn die Gasmaske mal ein bisschen leckert, dann stirbt er. So, Ende Zigarettenpause, wir müssen weiter. Die Dresine ist auch dabei. Und guck mal raus. Oh, sieht schön aus. Grüne Bäume. Grün, ja. Aber sag mir einfach, wofür zum Teufel gutes Grün. Keine Ahnung, wovon du redest, aber wir gehen jetzt mal weiter, weil da kommt man ja überhaupt nicht mehr auf den grünen Zweig. Ich möchte auch mal noch aussteigen, ich möchte ankommen. Da komme ich nicht rein. Da auch nicht. Die Gitarre. Komm rein und setz dich. Stepan will uns etwas vorspielen. Und Artyom, bereit für eine Jam-Session? Ja, jetzt aber. Jetzt geht's aber rund. Ich tippe mal, genau, mit D spiele ich, wollte ich gerade sagen. Muss reichen, würde ich sagen. Ja, ja, ich würde okay. Also man kann da noch andere Musikstile einfließen lassen. Okay. Ist er jetzt beleidigt? Tut mir leid, wenn ich frage, Katja, aber Nastjas Vater, er ist tot, oder? Weiß Nastja das? Ja, ist er. Ich wollte es vor ihr verbergen und sagte, er sei zum Markt gegangen. Etwa 3 Tage vergingen. Und ich behielt es für mich. Ich saß da mit einer Nadel in der Hand und konnte nichts sehen. Mir wurde schwarz vor Augen. Dann schlich sie sich zu mir und sagte, du musst weinen, Mama. Dann fühlst du dich besser. Senja hat das immer gesagt. Also weinte und weinte ich. Sie weiß es. Sie weiß alles. Ja, die sind nicht doof, die Kleinen. Es tut mir leid, Katja. Es tut mir so leid. Ich glaube, er mag sie. Das ist schon mal gut. Zur Brücke gekommen sind. Ja, erzähl ihm das mal. So, weil das, wie gesagt, das kann man natürlich einen halben Tag lang machen. Hier sind ja noch mehr Leute. Ja, unsere Jungs. Gibt es hier was zu schlucken? Was stimmt denn nicht mit deiner Schutzweste? Der Oberst wartet im Führerstand auf dich. Aha. Ah, eine lange Geschichte. Komm schon, raus damit. Naja, schon rein da damit. Sitze ich also auf einem Stahlträger und beobachte Artyom, wie er unten herumläuft. Ach, du sieht hast das nicht drauf? Hm? Sieht Artyom nicht gesund aus. Nee, Arbeit irgendwie erledigt. So ein Käffchen für irgendwie schwere Jungs. Das hat er, ja, das hat er. Du darfst mich beim Lügen aber nicht unterbrechen. Schließlich hast du selbst nach der Weste gefragt. Also gut, mach weiter. Kann ich hier was looten? Ich sehe also, wie Artyom zu dieser Tür geht und denke, dass ich so langsam runter sollte. Aber irgendwas hält mich fest. Was denn? Woher soll ich das wissen? Es ist dunkel, keiner da. Aber ich kann mich nicht bewegen. Und diese Einheimischen redeten ja immer kann von diesem Zarding. Nein, Duschen? Also denke ich, da gibt es eine Verbindung. Das war kein Zarding, das war ein Zarfisch. Also löse ich den Sicherheitsriemen und springe runter. Da unten ist eine Scheune, das Dach ganz nah. Hasen haben wir auch gefangen. Cool, falls mal irgendwie Weihnachten kommt, so unerwartet, dann hat man wenigstens noch ein Osterhasen? Ein bisschen Fleisch im Haus. Oh, nochmal. Heiliges Bisschen, da haben sie noch 3-4 Kühe mitgenommen, oder? Ja. Irgendwelche komischen Mutanten. Wahrscheinlich, ja, die Axt steckt auch noch drin. Was ist mit dem Zahn? Okay, sorry, wenn ich das Gespräch halt jetzt auch nicht höre, aber es dauert zu lange. Wir gehen mal zu Miller. Ja, Großwarer, das ist richtig, dieser Fisch, der kein Fisch war. Kann ich hier noch? War hier nicht mal die Werkbank? Damit sind sie umgezogen. Doch, stimmt. Ich glaube, die war da vorne. Aha. Ein bisschen einheizen können wir auch noch. Das der Mühle cool. Hier. Okay. Die Schaufeln war. Ich hab's vermutet. Na,
Das ist doch auch mal. Man kann sich ja auch mal man kann sich ja auch mal nützlich machen. Hilfsbereich kann man sich auch machen, aber eigentlich ging es ums Nützliche. Spielen wir mal Heizer. Genau. Zack. So, müsste reichen für ein paar Kilometer. Ja, denke ich auch. Und sonst kann ja die gute Katja schieben. Da wird sie begeistert sein, die gute. So, ich denke mal, jetzt hier wird irgendwie das Ganze ausgelöst. Fast schon. Ich habe mit der Archie gesprochen. Und zwar dank Tokarev. Er hat den Decoder ans Laufen gebracht. Archie, bitte kommen. Bitte kommen, Archie. Ende. Archie hier. Identifizieren Sie sich. Ende. Hier spricht Oberst Vatoslav Malnikov, Kommandant einer Sondereinsatztruppe. Wir haben Ihr Signal empfangen und sind unterwegs zu Ihnen. Haben Sie verstanden? Ende. Ja, ja. Ich höre Sie laut und deutlich. Mit wem spreche ich? Wie kann ich Sie ansprechen? Stellvertretender Leiter der Kommunikationsabteilung, Major Ivanov. Einen Moment. Oh ja, Herr Major. Natürlich müssen Sie eine Überprüfung durchführen. Also gut, Oberst, wie sie gebannt lauschen. Geh mal raus. Weil der Miller hört schon zu, der wird mich schon sagen, wenn was ist. Oh, wie cool das ist. Kann man hier auch runterfallen? Bestimmt. Einfach ein bisschen Zug fahren. Hm? Bahnhof. Und überall haben sie diese Tankwagen, diese Kesselwagen. Von interessant. Das einzige Gut, das die noch haben, das ist wahrscheinlich tatsächlich hier mit Benzin. Eine kleine Stadt. Kann ich da irgendwie? Kann man da raus? Ich möchte da rein. Looten? Sightseeing? Ja, da gibt's. Wollte gerade sagen, da gibt's bestimmt Loot. Cooles Teil. Ich mag die Aurora. So, wir gehen mal zurück gucken. Und sie haben sich's wirklich schön eingerichtet, das muss man sagen. Also. Definitiv. Haben wir gemacht aus dem Jahr. Ja. Wir sind noch nicht fertig. Ich kann der Führung mitteilen, dass meine Leute sehr pflichtbewusst sind und ihnen bei unserer Natürlich. Ankunft voll und ganz zu Diensten stehen werden. Ende. Ende. Vielen Dank für die guten Nachrichten. Wie viel Mann umfasst Ihre Streitkraft, Oberst? Ich habe einen Trupp der besten Agenten, die unsere Spezialeinheiten zu bieten haben. Ein Trupp. Ich verstehe. Das ist gut. Sehr gut. Ja, wir sind keine große Streitkraft. Der hört nicht mehr auf. Kann ich das abstellen? Eine extrem wichtige Nachricht. Wir kommen auf Sektor K6 Alpha zu Ihnen. Schön. Haben Sie Informationen über Feinde, auf die wir unterwegs treffen könnten? Ende. Einen Moment bitte, ich schon. Hey, jetzt ein bisschen. Die haben ein Buch gefressen. Das ist ja unglaublich. Wir gehen nochmal kurz gucken. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht irgendwie gestoppt werden wird. Das ist die Frage, ja, damit wir wahrscheinlich das nicht verpassen, was dann wirklich wichtig wäre genau, in dem ganzen großen Gespräch. Wie cool das aussieht, guck. Das ist schön geschraubt. Da ist nichts mehr pixelig. Wenn man aus Zeiten kommt, aus denen wir kommen, dann ist das hier schon eine kleine Sensation. Da ist einfach gar nichts mehr pixelig. Das ist einfach, ja. Das sieht einfach nur geil aus. Ja, wenn man halt davor steht und... Krass. Ich weiß noch, kannst du dich erinnern an Spiele, wo man gesagt hat, man sieht sogar die Schrauben? Mhm. Ja. Die haben allerdings ganz anders ausgesehen. Ja, die haben ganz anders ausgesehen. Und man hat viel Fantasie gebraucht, damit das als Schraube durchging. Ja. Das definitiv. Wo ist denn die Schiene hingekommen? Halt, stopp, wir haben keine Schiene mehr. Wir fahren durchs Wasser. Muss doch, das so da ist sein? Sie. Ja. Das ist das Gute in so einer Loch. Die ist natürlich so schwer, das müsste tatsächlich funktionieren, dass man hier durchkommt. Ja. So, jetzt hoffe ich, der Mann hat da seinen Monolog beendet, langsam. Das ist eine große Ehre. Nein. Vielen Dank. Jo. Ein paar Worte aber noch. Wie ist die allgemeine Lage bei Ihnen, Herr Major? Bitte? Herr Oberst, Sie werden verstehen, dass diese Information gehalten ist, aber... Ach so. Na, auch hier ist cool. Das hat doch auch was. Kann man irgendwie noch mal eine Zigarette irgendwie? Oder müssen ganz wir da wieder zu dem anderen Kollegen zurück? Na ja, wie? Es schneit immer noch ein bisschen. Mhm. Oder ist das irgendwie so was Ungesundes, was rumschwirrt? Nein. Also ich hoffe mal, dass es Schnee ist. Ja, das hoffen wir tatsächlich alle.
Ich kann das halt leider nicht abbrechen. Es dauert mir tatsächlich zu lange, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ganz deine Meinung. Ende und aus. Verstehst du jetzt, du ungläubiger Thomas? Ja, absolut, alles verstanden. Meine Hände zittern vor Aufregung. Der Minister höchstpersönlich. Wieso. Das ist unglaublich. Übrigens, Archer, du solltest dir mal die Karte ansehen. Das mache ich doch gern. Wie du siehst, fahren wir fast geradewegs auf den Yamantau-Komplex zu. Wir nähern uns dem Yamantau-Bunker, dem letzten Ziel unserer langen Reise. Der direkte Funkkontakt mit dem Bunker hat Millers Unmut über das Zerstören unseres bisherigen Lebens vollends zerstreut. Er wartet jetzt begierig auf das Treffen mit dem Verteidigungsminister, das ihm versprochen wurde. Vermutlich ist einem Karriereoffizier so etwas wichtig. Die Leute sind jedoch weniger interessiert. Sie stellen wichtige Fragen. Wo sind die Besatzungstruppen? Warum treffen wir nur auf Wildnis und wild gewordene Menschen? Was hält die Regierung davon ab, das Land wieder aufzubauen? Was wurde in den letzten 20 Jahren bereits unternommen? Miller glaubt, dass wir auf alles Antworten bekommen werden. Er wird begnadigt, Anna und ich auch. Und dann kehren wir alle nach Hause zurück. In die Metro. Da fällt mir gerade auf. Was? Er kann ja doch reden. Das ist ja Artyom. Ah. Der das hier spricht. Ich. Ich auch. Ja. Ja, warum kann er denn das? Um Gottes Willen, der arme Mann. Der kann nur reden in, wenn er eine Tafel vorm Kopf hat. Wenn er hier eine Zwischensequenz sieht. Ah, ist doch schade. Aber okay. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt angestellt habe. Eigentlich habe ich nur die Karte betrachtet. Ich glaube, das ging alles von selbst. Kann sein. 2718 Kilometer. Weit weg von zu Hause. Oh, aber schön. Was ist da vor uns los? Ende. Alles ist verlassen. Aber die Bahnstrecke ist in Ordnung. Ende. Verstanden. Fahrt nicht so schnell und passt auf die Strahlung auf. Ende. Verstanden. Idiot ist auch immer noch dabei. Ich kann es nicht glauben. Wir sind da. Glaubst du es? Wir sind endlich da. Das war unser Ziel. Nicht nur seit Wochen oder Monaten, sondern seit 20 Jahren. Mein ganzes Leben. Und es war nicht umsonst. Jetzt kann ich es mit Sicherheit sagen. Guck mal, Mama. Hier sind wir. Ich weiß nicht. Ach. Warum? Es gefällt mir hier nicht. Es ist unheimlich. Psst. Sag es. Genosse Oberst, hier draußen wird es ziemlich heiß. Alle Mann Masken aufsetzen! Passagiere, eingehen und gut zuknüpfen! Ja, natürlich. Komm, Christi. Planänderung! Ab hier nehmen wir die Motordraisine. Wartet auf Artyom und mich! Verstanden. Was ist mit mir? Du hast schon so lange davon geträumt, hierher zu kommen. Und jetzt willst du mich zurücklassen? Bin ich deine Tochter oder nicht? Also gut, komm mit! Sonst nimmt das ja nie ein Ende! Eine kluge Entscheidung. Gelmark, halte die locker! Okay. Warum steht die hier? Das ist eine gute Frage. Die war doch mal hinter uns. Irgendwie? Naja gut, wir steigen jetzt mal um. Komm rüber, Anja. Anna, nicht Anja. Ich mit meiner Anja. Bringt die Aurora zurück in die sichere Zone und bleibt dort. Machen wir sofort. Stefan, du übernimmst die Führung, solange ich weg bin. Jawohl. Sehr gut. Auf geht's. Ich mag solche Geräusche. Ja, ja, sieht so aus. Idiot ist auch mit dabei, da kann ja nichts schief gehen. Sieht mir nach einer 100er aus. Mein Glück. Ihr habt doch auch 300er und 500er eingesetzt. Tja, aber hier scheint doch eine 100er gereicht zu haben. Alles im Eimer. Mhm. Herr Oberst, Jermak hier. Wir sind in der sicheren Zone. Strahlung äußerst gering. Warten auf Ihre Rückkehr. Ende. Gut. Miller, Ende und auf. Hat irgendwie ein bisschen was vom Wilden Westen, finde ich. Vom, ja. Vom Look her. Ja. Vielleicht kommen die Indianer von da oben. Oh.
Sieh dir all diese Autos an. Atjom hatte recht. Die Leute sind aus dem ganzen Land hierher gekommen. Ja, wohl wahr. Aber niemand ist aus Moskau gekommen. Bis jetzt. So viel vergeudete Zeit. Das gleichen wir jetzt wieder aus. Schaut das für ein Gebäude? Dachte ich erst auch. Wow. Mit Gewehr obendrauf. Könnte man das mitnehmen? Was meint ihr? Das ist kein guter Ort. Wir hätten wirklich nicht hierher kommen sollen. Naja. Denken wir auch. Wo ist jetzt mein Begrüßungskomitee mit dem roten Teppich? Das verstehe ich nicht. Oh oh. Seht ihr? Keiner zu Hause. Wie wäre es, wenn wir umkehren, ne? Da! Eben. Du wirst aber nicht schießen jetzt. Das hoffe ich auch. Identifizieren Sie sich. Oberst Miller, mit einer Meldung für den Verteidigungsminister. Und wo sind Ihre Leute, Herr Oberst? Im Zug. Draußen ist es gefährlich. Kontaktieren Sie sich und sagen Sie ihnen, dass Sie den Zug zur Dekontaminierung in die Hauptluftschleuse bringen sollen. Willkommen in der Arche, Herr Oberst. Fahren Sie durch den Tunnel und nehmen Sie dann den Aufzug. Drinnen lässt man Sie in der Pfanne. Seht ihr? Wir werden erwartet. Naja. Warum traust du der Sache nicht? Ja. Irgendwie nein. Haben wir denselben Gedanken? Ich war nie mehr Gott. Das wäre echt Angst. Ja, das wird mir auch ein Innenminister sein, der uns hier empfängt. Warum ist hier alles so verlassen? Keine Waffenstellung und keine Patrouillen. Wozu sollten Sie die brauchen? Ein Atomsprengkopf würde hier nichts bewirken. Nee, mir kommt das Ganze auch ein bisschen komisch vor. Mhm. Zumindest mal etwas sauber machen. Sam, Idiot, wisst ihr was? Wir müssen nicht alle zur Regierung, also bleibt ihr besser bei Crest. Jawohl. Jawohl, Herr Oberst. Und wir? Wir gehen mit. Ach, okay. Dann gehen wir mal mit. Gut, aber ich würde sagen, dann gehen wir erst in der nächsten Folge hoch. Ich hoffe, Sie warten so lange, bis ich jetzt Tschüss gesagt habe. Ja, wenn der Fahrstuhl ohne uns losfährt, dann, ja, dann wissen wir, warum. Haben wir Pech. Okay, gruselig, sagt er. Der eine ist da auch ziemlich, nicht ganz so überzeugt. Ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass wir einen Innenminister treffen. Ich glaube, irgendwas Böses wartet da auf uns. Muss ich jetzt echt nachher hinten, damit ich Tschüss sagen kann? So, jetzt. Ich glaube, der Innenminister ist bisher die Zähne bewaffnet. Würde mich nicht wundern. Ah ja? Ja, aber wir werden sehen. Oder ein Mutant oder sowas. Ja, irgendwie sowas. Auf alle Fälle sind wir jetzt in einem neuen Gebiet und ich bin gespannt, wenn wir dann das erste Mal an die Oberfläche gehen. Mhm. Werden wir hoffentlich auch morgen hinkriegen. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Mach's gut, bis dann. Tschüss. Bis dann und tschüss. Jetzt hat's geklappt. Tschüss. War noch ein bisschen vertieft da gerade. Ja. Die reden Szenerie. Auch die ganze Zeit noch. Eben, eben. Komm rein, Artyom. Morgen gehen wir rein. Machen wir. Tschüss. Genau. Versprochen.